willkommen hier wieder bei der Fortuna Academy. Heute ist es ja ein bisschen frischer wieder geworden. Wir sind ja auch schon im Winter. Und ich würde gerne mal ein bisschen Aufmerksamkeit bei Magengeschwürpferden, hallo, zum Beispiel bei ihm hier, draufsetzen. Denn Magengeschwürpferde, also Pferde, die Magengeschwüre haben oder Reizungen, die trinken im Winter meistens weniger. Warum? Weil das kalte Wasser den Magen noch mehr reizt. Bitte achtet drauf, dass ihr wirklich kontrolliert, wie viel Wasser euer Pferd zu sich nimmt, dass die auf gar keinen Fall dehydrieren, beziehungsweise kompensiert das dann einfach mit lauwarmem Wasser, was ihr denen dann immer wieder anbietet. Kann man auch ein bisschen mit Mesh strecken, wie auch immer. Also achtet auf jeden Fall auf die Flüssigkeit, auf den Flüssigkeitshaushalt eurer Pferde. Viele Pferde haben Magenschleimhautreizungen und man weiß es noch gar nicht. Also einfach ein bisschen Augenmerk drauf halten. Ich wünsche dir alles Gute für dich und dein Pferd und noch einen schönen Winter. Tschüss! Das war's.